war damals sehr stark engagiert im Kampf gegen Wackersdorf, weil ich davon ausging, einfach Waldsterben ist ein Riesenthema und so weiter. Also mein Vater war wirklich ein belasteter Vater in diesem Punkt. Und dann sagt er zu mir, weißt du, wenn ich dich und deinen Bruder angucke, dann seid ihr irgendwie meine Hoffnung für die Welt von morgen. Und das war ein für mich extrem bewegender Satz. Und ich bin dann aber doch da gelandet, wo ich wahrscheinlich auch hingehörte, bei den erneuerbaren Energien, bei der Photosynthese. Wir haben nur diesen einen Planeten, auf den wir wahnsinnig gut Acht geben müssen. Ansonsten sind die Jahre und Jahrzehnte gezählt. Ich war inzwischen Lektorin für Schulbücher, naturwissenschaftlich, alle die Fächer, die meine Kinder nie mochten, wie Chemie, Physik, Mathe, ich habe es geliebt. Sie dürfen jetzt dann gleich, und ich sage es auch ganz offen, keine Denkverbote, Sie dürfen einfach alles fragen. Sie dürfen uns auch, das haben wir auch kurz vorher besprochen, alles persönliche fragen. Seien Sie neugierig, aber mit natürlich... Ausnahme Liebesleben und Gewicht.